Okay, hello, it's the Martian. Space Jam Jardins. I want this shit forever. Wake up and smell the garden. Fresher than the harvest. Hallo und herzlich willkommen hier in Fallout 4. So, wir sind jetzt gerade in der Wasserreinigungsstation. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie sie heißt. Und wir werden uns ein bisschen hier umgucken. Und mal schauen, was wir hier überhaupt machen können, werden, wollen, tun. Schlüssel, Impro-Gewehr, ganz viel Zeugs natürlich, wie eine Säge. Dann hätte ich auch irgendwie reinschleichen können anscheinend. Da müssen wir gleich rein, auf jeden Fall. Patronen. Patronen sind mal gut. Und hier ist ein Bett. Hier werden wir erstmal schlafen. Mal so 7 Stunden. Haben wir auch wieder Licht. Wir können ja vielleicht auch viel besser was sehen hier. Bevor wir da jetzt reingehen. Das ist natürlich nebelig. Gucken wir mal, ob ich Raketenwerfer finde. War es ein Fatman? Ich bin mir nämlich nicht sicher. Mutant, Wasser trinken, nein. Es ist aber auch nebelig. Den hatten wir auch schon. Waffe eigentlich gefunden schon? Inventarwaffen. ...38er Munition. Nee, also irgendwie nicht. Ich frage mich immer noch, wo die ist. Ich bin ja auch hier so rumgesprungen. Ich wusste es. Kannst du sie sehen? Nein, es ist nebelig. Ich kann nichts sehen. Ich kann nicht sehen. Es scheint so. Keine Ahnung, wie weit. Aber der hatte doch Raketenwerfer, oder nicht? Verwirrt mich jetzt sehr, aber ich finde hier auch keinen mehr, der irgendwie einen Raketenwerfer hätte. Nee, nee, nee. Ah, nehmen wir doch den hier. Raketenwerfer. Dankeschön. Für den Raketenwerfer. So, jetzt gehen wir wieder zurück. Nicht Wasser. Oh, ich bin so blöd. Ja, hast du toll gemacht. Hast du toll gemacht. Ich wollte die Fußmatte haben. Wow. Das war so klar. Aber sonst auch nichts mehr.
Hier oben war ich schon. Voll grell heute. In dem Nebel. Eine Angel. Ist, aber hier ist gar nichts. Ich jetzt auch noch. Lol, ich komme nicht rauf. Ey, Preston, geh weg. Danke. So, gut. Also weit alles hier erkundet draußen, würde ich sagen, gehen wir da jetzt rein. Mal vorher speichern. In die Wasseraufbereitungsanlage. Da sind schon noch Gegner drin. So denke ich mal. Nemo, besten Medien und Veranstaltungen. An alle. Nee, an alle Mitarbeiter. Medienveranstaltung Westen Wilson, 26.10. Zur Erinnerung, am Dienstag, dem 26.10. werden Mitglieder der lokalen und landesweiten Presse als Teil der Presseinitiative Westen Wellness durch die Anlage geführt. Wir erwarten, dass unsere Mitarbeiter durchgehend höflich, zuvorkommend und diskret sind. Sämtliche Fragen, besonders die zum Cholera-Ausbruch, müssen an den nächsten Westen-Pressesprecher weitergeleitet werden. Es werden Kartons mit Westen-Wasser gemäß unserer Wahlspruch "So schmeckt Perfektion" an die Journalisten verteilt. Rechnen Sie am Mittwoch mit Doppelschichten, um die verlorenen Produktivität wieder wettzumachen. Okay. Karte aktualisiert. Willkommen bei Western Weather. Eine Schachtel Western Wellness Briefpapier. Western Low, Visitenkarten, Nordisland, Trinkwasser, Western Kartons. Okay. Mal im Weg stehen. Meine Güte, das stinkt vielleicht. Tja, ist auch ein Klo, du. Du hast einen Aufzug. Oh, Preston, manchmal nervst du mich echt, ey. Du schiebst mich einfach zur Seite. Cool. Hier geht's schnell wieder raus. Ne, aufs Dach geht's da. Na, bevor wir aufs Dach gehen, gehen wir mal mit dem Fahrstuhl runter. Nachbeugen.
warten, bis das da wieder weg ist. Das hatten wir noch nicht. Im zweiten Quartal hat unsere Regierungsabteilung Massachusetts Redeverlust verzeichnet. Hohe Betriebskosten und schwierige Vorgaben haben zudem mit schlechten Unternehmensbedingungen der letzten Jahre geführt. Wir benötigen dringend initiative Lösungen. Wenn wir weitere Marktführer für öffentliches und städtisches Versorgungsanrichtungen bleiben wollen. Die Geschäftsführung möchte hiermit Westen Betriebsleiter Mr. Saul Anderson Lob für seine mutigen Experimente im Bereich des Abwasserrecyclings aussprechen. Wir sind uns sicher, dass die Risiken für die öffentliche Gesundheit minimal sind und dass die Einsparungen bei den Aufbereitungskosten erhebliche Auswirkungen auf unsere finanzielle Zukunft haben. Aha, also wir haben Mist gebaut. Gut. Fusionszellen sind gut. Ah, hier kann man Mentits und sowas herstellen. Verlassen. Ich werde es mitnehmen. Aluminium, krass. Bingo. Oh, was haben wir denn hier? Du hast eine Ausgabe Pick and Fancy gefunden. Du kannst jetzt Verandamöbeln. Ach, Verandamöbel kann ich jetzt bauen. Sehr schön. Sehr schön. Finde ich mal sehr schön. Der Knopf funktioniert nicht. Ich sehe rein gar nichts. Nein, ne? Das sind echt viele Rohre.
müsste ja auch unten immer wieder herkommen. Aber ich... Ja, ich weiß. Ich nehme jetzt erstmal alles mit, was hier ist, und pack das in den Schrank. Also noch ein paar Waffen. So, und wir müssen irgendwie hier reinkommen. Das ist halt die Frage, wie. Gehen wir hier runter. Aha, da ist schon ein Knopf. Der Knopf funktioniert schon mal nicht. Alarm, es wurde Hochwasser in der Hauptkamp festgestellt. Schotttüren wurden verriegelt, um Schäden an der Anlage zu verminimieren. Alarm, keine Probleme zum... Ein Notfall-Hochwasserpumpe möglich. Unter Umständen ist eine manuelle Bedienung erforderlich. Alarm, die Hauptpumpe läuft aufgrund von Hochwasser mit verringerter Kapazität. Hauptenergie aus. Der Containerenergie sind 70% Sicherheitssystem aktiv. Hauptpumpe normal 70% Kapazität. Hochwasserpumpe aktiv 0 von 4. Okay. Betriebshinweise. Industrielles Hochwassersystem mag. 6. Betriebshinweise. Die Anlage wurde mit 4 Notfall-Hochwasserpumpen Mark 6 ausgestattet. Diese vollautomatischen Wasserpumpenvorrichtungen sollten ihre Anlage auch in den kommenden Jahrzehnten sicher und trocken halten. Das waren aber schon Jahrhunderte. Im unwahrscheinlichen Fall einer starken Überflutung kann es bei Mark 6 Pumpen, die komplett unter Wasser gesetzt werden, zu einem Ausfall kommen. Wenn Sie mit automatisierter Software auf diesem Terminal oder bestätigen Sie den Pumpensteuerungsschalter in der Nähe der Pumpe. Falls Sie Pumpen neu starten müssen, durch wird ein zweiter Monitor aktiv, der die Verstopfung beseitigt und den normalen Betriebsstand der Pumpe wiederherstellt. Hochwasserpumpeneinzüge, Fehler, und dann wäre nicht möglich. Wenden Sie sich an Reparaturen bitte an einen Techniker. Okay. Glas? Das scheint Glas zu sein. Systemdiagnose. Hochwasserpumpen aktiv 1. Fehler, Fehler, Fehler. Okay, es gibt wohl noch mehr Pumpen. Wieso habe ich Angst, diese Tür zu öffnen? Level 11 haben wir erreicht. Was? Hab sie gefunden.
Immer tiefer hinein. Irgendwie habe ich Angst, da reinzugehen. Das würde ich wahrscheinlich auch lieber nicht machen. Erstmal bin ich vollkommen heftig verstrahlt. Komme ich darüber gesprungen? Eventuell, aber gehen wir erstmal hier rein. Warte, das ist was. Ja, hier ist was. Das waren alle. Du glaubst, es waren alle, aber da ist noch einer. Ich trage mal wieder zu viel. Keine Gründe, aber für mich sieht das nach Schrott aus. Für mich nicht. Gehen wir aber auf jeden Fall mit. Das möchte ich eigentlich auch mitnehmen. Zweite Pumpe. Ich glaube auch, es dauert ein bisschen. Wo die alle unter Wasser sind. Ne, jetzt waren noch nicht alle. Da kommen auch so mancher. Und ich trage wieder zu viel so einen Scheiß. Schütz mich, Preston. Ich muss den Schlaghammer wegbringen. Der ist einfach zu schwer. Alter. Warten, hilf mir. Oh, Preston, es wurde aber auch Zeit.
sie mich komische Dinger verfolgen? Ja, das habe ich gemerkt. Haben wir immer noch vorbei zu pressen. Nein, ich habe keine Grund zur Sorge, ne? Ah, diese Mullocks. Ich habe auch bald keinen Schuss mehr. Noch eins. Was denn? Schwer verwundet. Kurze Feuerschüsse. Das war's. Der Dingsbums meldet sich nicht ohne Grund. Die Strahlung hier ist hoch. Das ist die Frage, wie komme ich da hin? Wer muss ich da durchtauchen? Speichern. Sah ganz dann noch aus. Stimmt. Hart ist das. Kehrt auf sehr weit zurück. Patronen. So, ein Klingenhelm. Nice. Jetzt muss ich nur irgendwas wegtun. Etwas Schweres. Ich kann auch einfach diese 10 wegtun. Das reicht dann noch nicht ganz. Was? Ach, Gewicht da oben, das Gewicht doch. 4 Flaschen. Reicht aber nicht ganz. Blechdosen. Das. 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 So. Aufzug rufen. Hey. Was gibt's?
So, und an der Stelle sage ich wieder, falls euch das Video gefallen hat, lasst doch einen Daumen oben da. Wenn nicht, dann nicht. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bei Fallout 4. Tschüss.